There were these rumors about this old psychiatric hospital, a big building out in the middle of nowhere. I heard about some kind of experiments going on, experiments on patients. I have tried to contact and get a hold of a doctor at the place, but they are of course always too busy to talk. I have decided to go check the place out. Guten Tag, guten Abend oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für dich Suspect 65. Und das ist mal wieder, wie kann es auch anders sein, ein Spiel aus der Indie-Schmiede von Max Horror. Und bei mir ist natürlich der Mann, der Pflastersteine wie kein anderer legen kann. Der Mann, der die Mondoberfläche schon zweimal abgeschritten hat. Benny! Ja! Hallöchen! Grüß dich! Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und ich den Unsinn hier nicht wieder alleine durchmachen muss, hier nachher total zitternd. Wir inspizieren jetzt gerade ein kleines, ja, in einer Nervenheilanstalt. Ja, wäre auch mal zu schön, wenn es irgendwie, keine Ahnung, eine Schokoladenfabrik wäre oder irgendwas. Nein, es muss immer so ein creepy Shit sein irgendwie. Und wir versuchen jetzt hier gerade irgendwie einen Termin mit einem Doktor rauszukitzeln irgendwie oder den zur Sprache zu, na, wie sagt man denn? Na, zur Rede zu stellen irgendwie, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. So, wer bist du denn hier? Excuse me, but you already ready? You should leave this place. I was here, but no more. She's probably a patient. Showed from the doctor. Alles klar, gut. Sie ist eine Patientin und wir versuchen jetzt weiterhin erstmal den Doktor zu finden. Oh, geht mal hier. So, ist der Grill. Oh, wir sind, warte mal, was ist denn hier? Flash? Geld. There are coin here. I don't need, what? I don't need any for now. What? Alter, nö, ne, ich brauch kein Geld. Jetzt. Lass es mal bis später liegen. Okay. Ja, nö, hier macht man ja nochmal mit ein bisschen Benzin den Grill an. Ist eigentlich so eine Art Vogeltränke, oder? Bisher liegt der Unsinn hier rum. Aber gut. Was? What? Sie ist weg. Oh, sie ist gone. Hat sie uns da was dagelassen? Oh, it's a key. Pick up the main door key. Na denn? Ist. Was ist die Main Door? Ist das die Main Door? Oder das andere? Nope. Nope. Find auch da, wo das Schild drüber ist. Ja. Psychiatrisches Krankenhaus. Sollte der Haupteingang sein. Mal gucken, ob das jetzt so fehlt. Ja, alles klar. Das ist der Haupteingang. Okay. Oh, guck mal hier. There's a key in one of the slots. Maybe I can find a coin somewhere. Alter. Alter. Echt jetzt? Na klar. Da weiß ich doch schon meine. Pick up a coin. Ah, ich wollte gerade sagen, um welche Sache wählst du jetzt aus? Den Schokoriegel. Ist klar. Alles nur zu trinken hier? Nimm den Schokoriegel. Ist ein Scheiß hier drin. Naja. Wird bestimmt ganz köstlich sein. Oh. Oh. Ja. Ich glaube, da ist eh noch hingefallen. Aber ich sehe da eine Flashlight. The door seems fragile. Ah. Should have the tool to open. Was? Easy, Freunde. Easy. Macht mal locker. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh nein. Storage, kommst du nicht rein? Willst du da rein? Ich weiß nicht, ob du da rein willst. Das ist die einzige Tür. Mal gucken, ob es aufgeht. Director's Office und Klo. Hm. Okay, wir kommen weiter. Und schon mal direkt einfach mal Outlast Flashback. Mhm. Hier. Was ist denn hier los, Alter? Der ist doch bestimmt gleich weg, wenn du dann näher kommst. Ach, ja, ach schön. Und die Tür ist zu. Ja. Mann, no! Hallo? Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Geh jetzt hier hin. So, oh, Licht. Noch ein Key. Schlüssel. Storage Key. Jetzt haben wir den Storage Key, okay. Schön, dass wir jetzt nicht mehr rauskommen. Oh, okay. About Subject 65. So, nach ein paar Wochen der Isolation und speziellen Maßnahmen hat es anscheinend keinen positiven Effekt auf Subject 65. Subject 65 ist auf eine Art sehr aggressiv. And it's hard for our staff to keep doing the treatments. Und es ist sehr schwierig für unser Personal, die Maßnahmen durchzuführen. Nehmen wir es mal vorsichtig so. Wir haben einen der guten, also einen wirklich guten Doktor verloren nach den Maßnahmen. Ja, in der Zelle von Subject 65. Er empfiehlt halt, die Vernichtung von Subject 65 und mit Subject 66 fortzusetzen. Beste Grüße, Dr. Alan Jones.
Ja, wow. Krass. Okay, okay. So. Storage Room. Oh Gott, aber wir kommen da ja nicht raus. Die Tür ist vielleicht dazu. Ist ja die Tür jetzt wieder offen oder so. Wer weiß, ist das schon. Ich glaube nicht. Oh Mann, Alter. Komm da bestimmt nicht raus. Da! Was? Nicht mehr mit! Ich geh raus, wir sind raus. Freiheit! Oh Mann, Alter. Gott. Ja, Max Horror. Was soll ich sagen? Irgendwie, der weiß, wie Jumpscare geschrieben wird. Okay, gut, wie immer zitternd hier zum Stuff Only. Nee, wir müssen ja zum Storage Room, hast du gesagt. Ach, der Storage Room war da drinnen. Mm, dann gibt's da gerade mit Stuff Only. Was für ein Scheiß. Also vielleicht sind wir ja da im Storage Room Werkzeug. Ja, wäre schön. Wir haben hier wirklich schön. Um die andere Tür. Diese Bettpfanne hier zum Beispiel. So, ansonsten haben wir noch hier, was weiß ich noch, ein Zentner. Oh, 45 Kilo, noch ein bisschen Gipsspachtel. Oh, jawohl, Alter, der wächst, Alter. Was ist das hier überhaupt hier mit den K7-Kabeln hier? Das muss das so sein? Diese Atmosphäre. Mal diese Sounds. Wir haben jetzt die Axt aufgenommen. Ja. Wo ist die? Ich würde sie gerne führen. Können wir sie hier benutzen? Ja, wahrscheinlich, aber... Nice, das ist mal zum ersten Mal. Allein dafür muss ich ihn schon mal feiern, Alter. Wie oft stand ich in irgendwelchen Horrorspielen vor irgendeiner Tür oder um so ein Papierfenster. Nein, geht nicht auf, ich verlöten. Und wie hast du eine... Beste Beispiel, Resident Evil, verschlossene Tür. Du hast einen Raketenwerfer dabei. Tür zu. Tür bleibt zu. Ja, hier, Axt, bumm, auf und fertig. Max Horror, vielen Dank dafür. So, wir haben jetzt eine Flashlight. Ich dachte, wir haben jetzt ein Flashlight. Na, ja, oder warum auch nicht. Warum nimmt er die nicht? Muss er irgendeinen Zettel lesen vorher, oder? Jetzt hat er sie. War ein bisschen holprig. Okay. Und hier ist noch ein Schlüssel. Hier ist... sind viele Schlüssel hier. Cool. Stuff only. Oh, Toilet. Toilet. So, na, alles klar? Ach du Scheiße. Messer. Nein! Oh, okay. Alles klar, ist dein Messer, Mann. Okay, kannst du behalten. Eieiei. Hast du das? Ja. Der sollte mal zum Arzt gehen mit seinem Röcheln. Ah, er ist fertig. Und weg. Okay, cool. Alter. Na, da ist es wieder. Da ist es. Na, Leute, die schon mal das ein oder andere Max-Horror-Video auf unserem Kanal gesehen haben, wissen irgendwie, na, der Mann versteckt gerne seine Visitenkarten an den unmöglichsten Orten. Unmöglicher geht kaum noch. Ne? Aber es ist so ein kleines Easter Egg in seinen Spielen. Und ja, ich persönlich freue mich immer jetzt eigentlich, wenn wir eins finden. Aber was ist jetzt unser nächster Step? Na, wir haben immer noch den Schlüssel. Und ich würde vorsichtig sagen, wir gehen mal... Achso, Stuff only? Ich meine nicht von aus, dass die Toilette abgeschlossen war jetzt. Okay. Oh ja. Ja. Hello. Oh, okay. Subjekt 65 ist mutiert während der Behandlung und hat sich in einen Hybriden entwickelt zwischen Mann und Bestie. Mhm, schön. Zähne des Subjekts wurden länger und schärfer. Seine Haut wurde undurchdringlicher, decaying. Die Schichten wurden viel stärker. Jan Stumpf mal jetzt übersetzt. Ich weiß, ihr wollt ihn lebendig und ihr wollt die Behandlung weiter durchziehen, aber das wird jetzt zu gefährlich. Wenn wir ihn nicht eliminieren, augenblicklich, also wenn wir Subjekt 65 nicht augenblicklich eliminieren, fürchte ich um uns alle. Bitte nimm das als Warnung, Dr. Landau, und lass uns die richtigen Dinge tun. Also lass uns das Richtige tun. Grüße, Dr. Alan Jones. Schön. Ganz, ganz toll. Eine Mischung zwischen Mann und Bestie. Na, ist ja wunderbar. Oh, nee. Scheiße, ey. Oh, warum ist denn da überall Gitter und... Warum kommst du überall rein? Was ist denn das? Ja, das ist auch... Alter, was ist denn... Ja, klar. Schau hier. Ach,
Jetzt mit euch, ihr seid die ganzen anderen Subjekte oder was? Oh Gott. Na, Prost Mahlzeit doch. Diese Atmosphäre, diese Sounds. Das ist schon heftig. Warte mal, guck mal hier vorne. Links hoch. No Card. Okay. So, also können wir jetzt eigentlich bloß hier drüben hochlaufen, ne? Ja. Obwohl ich es nicht möchte, aber... Ich möchte doch nicht. Hey, Leute. Ich brauche keine Bettpfanne mehr, ich brauche bald Windeln. Oh, das ist die Bettpfanne aber effektiver. Ja, ist wiederverwendbar. Ja, auch vom Volumen her. ja, schön. Warte, warum? Dieser Filter ist gerade auch so übel, irgendwie, als wenn jetzt gerade irgendwas passiert. So, was ist so, das Fensterbrett. Da dachte ich, ist irgendwas runtergeklemmt. Nüchter. Oh no, this must be where irgendwas, keine Ahnung, hier ist denn... Where the treatments just... Achso, oh hier sind, hier haben die Behandlungen stattgefunden. Schön. Ja. Wunderbar. Hier sind die Tänzer aus dem Intro. Ah, ja, stimmt. Bei denen geht's nicht mehr so gut. Ja, Sonne ist heißer. Ah, guck mal. Aha. Na, okay. Schau mal einer an, Alter. Da muss ich jetzt mal drauf kommen. Da muss ich ja mal erstmal gucken. Kannst du die Tür wieder zu? Erstmal gleich instant mega geile Mucke hier laufen hier. Doom! Das ist Doom! So, tatsächlich muss man natürlich gucken, ob da jetzt wieder das Video deswegen erstmal geclaimed wird. Schlüsselkarte! Hast du gesehen, dass da drunter auch so ein schönes. Guck mal hier auf den Boden. Super nice! Ich geh mal raus. So, wir haben die Schlüsselkarte für den Aufzug gefunden. Na dann. Komm mal runter. Nimm doch mal den Aufzug und lass uns doch mal schauen, wo wir hin müssen, obwohl wir nur mit einem Arzt sprechen wollen. Ja, ne? Also, da will man mal einmal eine Facharztmeinung haben, eine zweite Meinung. Und dann eskaliert das hier. So, irgendwie ist mir nach Keller bestimmt. Attention. Ich weiß nicht, ob wir in den Keller wirklich wollen. Gute Frage. Die ich definitiv mit Nein beantworte. Wir wollen nicht in den Keller. Ich möchte jetzt eigentlich aufs Dach, wo ein Hubschrauber ist. Es ist der scheiß Keller. It is the Keller. Ach, Mann. Wunderbar. Also es gibt natürlich ein Ort, der noch beschissener ist als eine Nervenheilanstalt. Und zwar, es ist der Keller der Nervenheilanstalt. Perform procedure. So, okay. Komm, wir schauen mal. Oh shit. Oder wir schauen auch nicht und gehen einfach weiter und. Oh shit. Also we need to find a way of escape this place. Na, das ist ja toll. Los, dann. Vielleicht sollen wir jetzt da durch? Ja, klar! Scheiße, ey, das gibt's doch nicht. I managed to escape this hospital through the ventilation systems. I don't know what happened to that monster I left behind, but I finally got the police involved, and the place has finally been shut down. I'm glad I made it out alive, and it's all finally over. Ja, nice, alles klar. Also wir haben jetzt die Nervenheilanstalt durch den Lüftungsschacht verlassen irgendwie und er hat alles hinter sich gelassen. Die Polizei kam und hat das ganze Ding komplett abgeriegelt, aber nichts gefunden, oder? Genau. Ja, ihr Lieben, das war Subjekt 65 und
Wie gesagt, ich persönlich bin ein Max-Horror-Fan. Irgendwie, mich würde es freuen, wenn ihr es ebenfalls entweder schon seid oder werdet. Ansonsten einfach mal in die Beschreibung schauen. Irgendwie, da haben wir die Seite von dem Dude verlinkt. Und geht ruhig mal rauf, guckt, was er sonst so hat. Irgendwie supportet den Typen. Wenn nicht, kauft euch selber seine Spiele. Gut, ihr Lieben, alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt, ihr Lieben. Bye, 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 bye. Tschüss.